Herzlich willkommen, liebe 1000 PS-Fans, zu einer neuen Folge von Codes Klassiker. Diesmal mit Dr. Mutt Peter Bogoli. Hallo Peter. Servus, grüß dich. Ihr habt seit kurzem einen neuen Standort, neues Firmengebäude im Europark, Eco Park, Eco Plus Park, Brugg an der Leiter, Autobahnabfahrt Ost, glaube ich. Wir sind gerade von der A4 gekommen, super zu erreichen. Und der Peter hat auch ein paar Juwelen hier stehen, unter anderem diese Suzuki GT380. Wie bist du dazu gekommen? Also prima ist mir darum gegangen, ein Fahrzeug zu haben, wo ich, wenn ich unterwegs bin, nicht gleich einen zweiten treffe, der dasselbe Fahrzeug hat. Da ist schon nicht so viel übergeblieben. Ursprünglich wollte ich eine Wankel kaufen, aber da gibt es überhaupt keine Ersatzteile mehr und es ist ganz schwer, was zum Kriegen. Bei dem Fahrzeug kann man schon noch ein bisschen Ersatzteile suchen gehen in eBay oder vor allem in Amerika drüben. Und dann bin ich über dieses Schmuckstück gestolpert, das quasi so, wie es hier steht, beim Besitzer gestanden ist und ich habe nur Kleinigkeiten machen müssen. Und so ist es jetzt zu mir gekommen. Ja. Hast du da irgendwie entschieden über dein Geburtsjahr oder so? Dürfte ja ungefähr das Gleiche sein, oder? Circa. Ich bin ein 71er Baujahr und das ist ein 72er Baujahr. Also 71er war gar keine zu kriegen, jetzt habe ich mich mal mit dem zufriedengestellt. Das war aber nicht unbedingt das Thema, das Baujahr, sondern ich wollte einen Zweitakter haben und der 380er hat mir gut ins Konzept gepasst, auch vom optischen her, weil ich unbedingt einen luftgekühlten haben wollte. Viele jüngere Motorradfahrer werden ja das gar nicht mehr glauben. 3 Zylinder, 2 Takt, ja. Dann glaube ich, haben wir so einen 3-in-4 Auspuff drauf oder so. Ja. Ganz herrlich. Gibt es natürlich heute leider nicht mehr, Abgasvorschriften und Co. Wann ist denn das ungefähr ausgestorben mit diesen Straßenmaschinen mit 2 Taktern? Also begonnen hat es in den frühen 70ern mit den 4-Taktern, dann so ab 76, 77, 78 sind dann diese ganzen GS-Modelle von Suzuki gekommen, die 4-Takter, und dann in den 80ern war es dann eigentlich schon fast vorbei mit den 2-Taktern. Klar, ein paar Enthusiasten haben immer noch welche gehabt, aber die 4-Takter waren einfach viel dankbarer, pflegeleichter und für die Leute einfacher zu handhaben. Mhm. Extrem schade, so ein altes Motorrad hat natürlich auch viele Besonderheiten, wenn man sich da umschaut, da steht Run und Start, habe ich so einen Schieberegler, dann hat das natürlich einen Vergaser, Benzin an und Co. Kannst du uns da mal kurz einführen, wie man das überhaupt zum Laufen bringt und also, in Betrieb nimmt? Natürlich, dieses Run-Start ist ein ganz normaler Jokerhebel, wie wir es jetzt auf den Fahrzeugen auch noch kennen, er ist halt nur noch viel schöner ausgeführt, kein Plastikhebel, sondern was wirklich Schönes. Das Fahrzeug ist ein Dreizylinder und hat 3 Vergaser und nicht so, wie es heute üblich ist, dass es eine Vergaserbank ist, wo alles in einem ist, sondern hier ist wirklich jeder Vergaser noch extra mit einem extra Bautenzug, mit einem extra Jokerzug, mit einer extra Ölversorgung. Ist auch ein bisschen schwer zum Einstellen und zum Warten. Zum Starten gibt es einen Kickstarter, wie es früher eben üblich war, kein Elektrostarter. Aber wenn das Fahrzeug gut eingestellt ist, springt es eigentlich sehr gut an und gibt es keine Schwierigkeiten beim Starten. Zu den Leistungsdaten, Gewicht, PS, Verbrauch, gibt es da irgendwelche Infos? Klar. Also der Hersteller hat damals angegeben 37 PS.
Ich habe sie am Prüfstand gemessen, sie hat knapp über 30 PS im Hinterrad. Und wenn man jetzt noch ein bisschen Verlustleistung und so dazu rechnet, ja, passt es eigentlich. Und eine sehr schöne Leistungskurve, Zweitakt untypisch, auch von unten schon relativ stark. Mhm. Vom Verbrauch sind die Zweitakter jetzt nicht gerade dafür bekannt, dass sie sparsam sind. Also wenn ich so mittelflott unterwegs bin, 10, 12 Liter muss man rechnen auf 100 Kilometer. Naja, gut, gibt's, kennt man von anderen Marken auch heutzutage noch. jedenfalls bist du natürlich absoluter Experte, keine Frage. Du bist ja, glaube ich, auch mal so Vize-Weltmeister im Schrauben geworden, muss man an dieser Stelle erwähnen. Für dich ist es wahrscheinlich ein relativ leichtes, bis auf die Ersatzteile, sowas instand zu halten. Wie ist das jetzt für jemanden, der sich dafür begeistert und nicht ganz so bewandert ist, wie ich zum Beispiel? Wenn man sich jetzt eine kauft, die so wie die in einem relativ guten Zustand ist und sie halbwegs pflegt, dann passiert da auch nichts. Es ist ja auch in den 70er Jahren nichts damit passiert. Ja. Im Gegenteil, dadurch, dass zum Beispiel Öle, Benzine und sowas heutzutage viel besser sind wie früher, ist das viel dankbarer. Aber nichtsdestotrotz braucht man hier gerade beim Zweitakter schon mehr Pflege. Ich würde mir jetzt keinen so einen Scheunenfund kaufen, wo alles herunterhängt und Dellen und Beulen und Kratzer hat und wo Teile fehlen, wenn ich mich nicht wirklich darauf auskenne, weil das wird dann nichts. Letzte Frage hätte ich dann auch noch, ein bisschen zum quasi Rechtlichen. Wie schaut das aus? Als was melde ich das an oder was ist da jetzt jährliche Steuer dafür? Und darf das jetzt so laut sein, wie es halt ist? Oder? Ja, wenn das Fahrzeug in Österreich zugelassen war, ja, dann ist es ja so damals typisiert worden, dann darf ich es auch weiterhin so benutzen. Man kann es normal zulassen, ja, oder in diesem Fall, so wie diese hier, historisch zugelassen. Ich darf zwar nur 60 Tage im Jahr fahren, muss ein Fahrtenbüchlein führen, aber ich sage, die 60 Tage, das geht sich eh locker aus. Und man ist dann steuerlich und versicherungstechnisch begünstigt und ich zahle jetzt, glaube ich, 180 Euro fürs ganze Jahr für alles. Danke, Peter. Gerne, bitte.